Dachchen, da sind wir. Mal wieder. Das ist jetzt der vierte Anlauf für diese Aufnahme. Ach, sei da still, du musst sowas nicht ständig sagen. Das ist Doch. Voll spontan jetzt hier so. Wir sind nicht frustriert und das ist genau das erste Mal, dass wir aufnehmen. Und wir sind voll gespannt, wie die neue Saison wird. Okay, machen wir das so. Wow, das ist der erste Versuch überhaupt und wir sind noch gar nicht weit in dem Spiel gekommen. Nein! So, wir starten jetzt einfach mal das Spiel, bevor wir uns hier stundenlang totquatschen. Charlie. Essen, Mensch und sei still. Essen, ein Mensch und sei still. Ich bin kein Kannibale und das ist strafbar. Ja, aber du hast da gerade diese komische Einhorn nachgemacht, oder war das ein Kamel? Charlie, der Chu-Chu-Chu! Ich sag jetzt nichts dazu. Okay, wir machen hier Abenteuermodus. Wir haben vorhin festgestellt, dass dieses Ding. Was ist das? Achso. So, gekonnt ab ignoriert. Was? Da, ich zeige jetzt nochmal, mein Paragon-Level werde ich nicht verteilen. Ja, und bitte Screenshots und ne, hier, ich setze dann noch einen Vertrag auf mit einer sehr bösen Klausel, wie wenn du deine Paragon-Stufen verteilst, werden deine Genitalien abgeschnitten und du wirst zur Frau umgewandelt. Du musst nicht deine geheimen Wünsche an über mich über an. Das sind keine Wünsche. Das ist nur eine Weltverbesserung. Okay, wir fangen mal an. Wir machen Kopfgelder. Ich würde sagen, wir fangen. Mit was? Wir fangen mit Freundes Plateau an. Okay. Let's do it. Yay. So, wir machen das Ganze auf schwer. Schwer ist schwer genug. Für naja, uns. Wahrscheinlich. Ach nee. Ja, Geld. Ich weiß gerade echt nicht mehr, was ich erzählen soll, weil ich habe so viel schon erzählt vorhin, die nicht aufgenommen worden sind. Du bist einfach keine komplexe Person, deswegen gibt's fällt zu dir erzählen. Nicht so viel ein. Okay, du komplexe Person, dann erzähl du und ich bin still. Was möchtest du denn wissen von mir? Sei kreativ. Soll kreativ sein. Wieso sollte ich das tun? Du weißt, wie ich zeichnen kann. Da sind Strichmännchen in Kunstwerken, verschissener Picasso dagegen. Hast du gerade ernsthaft Picasso als beschissen dargestellt? Verschissen, nicht beschissen, fair. Okay, verschissen. Nein, was ich sehr Interessantes rausgefunden habe, sind Steuererklärungen, dass ich das auch als Student durchaus mir überlegen sollte, eine Steuererklärung zu machen, was voll spannend ist, weil sind ätzend lang. Kapier nicht, was die für Werte wollen. Die wollen sehen, was du für Geld bezahlt hast. Und was ich verdient habe. Falls ihr noch nicht wisst, ich bin zwar Student, ich gehe aber auch arbeiten, weil ich voll toll bin. Voll hier so. Und ich möchte kein BAföG. BAföG ist scheiße. Ja, musst du nämlich wieder zurückzahlen. Und ich hab nicht so wie die ganzen It-Girls so hier voll die reichen Eltern, die sagen können, oh, hier hast du 2000 Euro im Monat und mach dir ein schönes Leben. Ach, oh, die sind nervig, die und vor allem lerne nichts aus deinem Leben, sondern lebe von unseren Geldtaschen. Ja, so studieren sie auch. So bis 40. Und dann ernten, danach erben sie reich. Ernten? Wolltest du gerade die Ernten sagen? Was? Die Ernten. Nee, die Erben, nicht Ernten. Ja, ja und du wolltest Ernten, Ernten das, was sagen. Die Eltern gesät haben. Aber so ist es ja Tatsache. Ja, da gibt's genügend. Und weißt du, was die alle studieren? Ja, irgendein. Philosophie und oder BWL. Okay. Das hast du eine Menge Fans.
Ja, ich scheiß BWL-Studenten. Ihr denkt auch, dass eure Fürze wie Parfüm sind. Genauso die ganzen Vivis. Wirtschaftswissenschaftler. Aber ehrlich gesagt, das sind die ganzen Leute, die dann nach dem Studium erstmal dann beim Amt sitzen. Ja, genau. Was? Der Arbeitsmarkt ist überfüllt. Das hätte ich mit meinem Studium niemals gedacht. Was soll ich gerade sagen? Ich bin Geologe. Man muss sich halt vorher Gedanken machen, ob der Markt denn sich überhaupt lohnt. Oh, der lohnt sich schon, der Geologenmarkt. Aber die geben verschissen nun mal niemand eine Chance. Ich habe keine 3 Jahre als Teamleiter gearbeitet. Ich bin noch nie so alt. Ach ja. Außerdem ist ja ein gewisser Anspruch an Gehalt ja auch so eine Tatsache und ich möchte nicht für 1200 € als Geologe arbeiten gehen. Aber vielleicht sollte ich es einfach. Ja, man sollte klein anfangen. Man kann einfach nicht groß anfangen. Das funktioniert mal nicht. Ach so, wir sollten mal die nächste gehen. Ja, sorry. Siehst du, ich habe dich jetzt so fasziniert mit allen, dass du jetzt hier voll abgelenkt bist und wir müssen wegteleportieren. Wo bist du hingegangen? Ach, Entschuldigung, die Stadt Kaledium. Caldeum. Ja, danke. Lesen. Nee. Ich habe heute schon viel zu viel gezockt. Kannst einfach nicht mehr, du kannst gar nichts mehr. Dem. Wie weit bist denn du schon wieder vorausgerannt? Ach, gar nicht, du stehst ja hier hinten. Ja, ich prügel mich hier. Zeigt dieser komischen Schlange meine Titten. Oh mein Gott, das durfte ich ja gar nicht sagen. Du hast Titten gesagt. Ja, und du auch? Oh nein, aber auch nur, weil du mich angestiftet hast. Aha. Sind böse, sie sind kein guter Einfluss. Aber du hast ja so ein interessantes Thema mal angesprochen. Liebe Arbeitgeber, warum zum Teufel verlangt ihr von einem 25-Jährigen 10 Jahre Berufserfahrung? Ja, warum steht das da Warum zum Teufel? drin? Wart ihr etwa schon mit 15 Arbeit und hattet da schon alle möglichen hinter euch, oder was? Beziehungsweise ein abgeschlossenes Studium. Also, Leute, ehrlich, ihr müsst mal nachdenken. Ihr Ich könnt von finde einem diese 30-Jährigen. Berufsbeschreibung, beziehungsweise ja die Ausschreibung so witzig. Da steht wirklich teilweise drin, so, mein Alter sollte frisch vom Studium kommen, beziehungsweise jetzt nicht über 30 sein, wäre schlecht. Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung und 3 Jahre davon als Teamleiter. Ja. Entschuldigung, da ist ein gewisses Problem. Also Wie sollst grundlegend. du theoretisch eine Teamleiterstelle kriegen, wenn du keine normale Stelle bekommst, weil dir einfach die Arbeitserfahrung fehlt? Ja, also nochmal zur Wiederholung, lieber Arbeitgeber, denkt bitte vorher nach, bevor ihr eine Ausschreibung rausstellt. Nein, Das das war in machen wir meiner aber in Wirklichkeit. Ausbildung, ganz ehrlich, zu meiner Ausbildung, als ich meine Ausbildung fertig gemacht habe, habe ich mich beworben und da habe ich während meiner ein Bewerbungsgespräch gesagt bekommen, dass sie jemanden, der 23 ist, mindestens schon mal 12 Jahre Berufserfahrung haben sollte. Ich habe die Alter nur angeguckt und habe gefragt, sagen Sie mal, sind Sie schon mit 11 arbeiten gegangen oder was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Also, das geht überhaupt nicht. Ich bin da noch in die Schule gegangen. Aber ehrlich gesagt machen das viele Arbeitgeber, weil sie sich einmal die ganzen Bewerber aussuchen können. Und unleidische Leute, die ihnen nicht gefallen, einfach damit vertrösten können, dass sie die Voraussetzungen nicht erfüllen. Ja, das ist aber schwachsinnig. Das ist keine Ich Gleichberechtigung. weiß, das ist nicht die Sache, aber die Qualifikationen, die sind einfach unrealistisch. Aber so schreckt halt ein Arbeitgeber einige gute potenzielle Leute ab, weil die sich von vornherein sagen, so, macht ja hier keinen Sinn, dass ich mich da drauf bewerbe, weil ich habe die Qualifikation dafür nicht. Wieso sollte ich das tun? Yep. Ach ja. Ja, und so geht der deutsche Arbeitsmarkt zugrunde. Nur wegen solcher Arbeitgeber, weil die nicht logisch nachdenken. Und weil die nichts zahlen wollen.
Ja. Mit gewissen Referenzen kann man ein gewisses Grundgehalt verlangen. Ach, da kann man echt nicht so sagen. Das ist echt so ein, einfach nur ein Sauhaufen. Das ist nichts anderes. Witzig. Und bei, in der nächsten Folge machen wir dann Politikverarschung. Nein, nein, nein. Ich habe mich die letzten Tage schon oft genug politisch geäußert. Ach, über Das muss Twitter, nicht sein. ne? Nein, nee, noch nicht. Da hast du ja so ganz schön lustige Sachen von dir gegeben. Ja, das war doch noch nicht alles. Eieiei. Fand das erstmal sehr heute witzig, wo der Parteitag von der AfD war und die den Parteiplan diskutiert haben. Das war so witzig. Hör mir auf, ey. Das war so witzig, was die gemacht haben. Dann denken wir so, ihr habt voll viel Plan. Ganz viel Plan. Hör mir auf. Gestern bin ich ja gestern Abend nach Hause gelaufen bin, kam mir ein Pärchen entgegen, denen ihre Aussage war Tatsache. Der Deutsche, was, nee, wie war das? Deutschland geht zugrunde, so viele dämliche Menschen. Hab auch gedacht, auch schön, dass dir das auch schon aufgefallen ist. Aber es ist tatsächlich so. Also es gibt so viele Idioten auf dieser Erde und die wohnen alle auch noch in Deutschland. Habe ich das Gefühl. Oder im Amiland siehe die Wahl von Donald Trump. Ja, das ist ja nochmal was anderes. Das ist unterhaltsam, aber dumm. Einfach nur dumm, ja. Dumm wie sonst was. Ich meine, man merkt das ja immer mehr jetzt in YouTube, dass solche Sachen wie einfach nur so total bekloppte Sachen, die wie so eine Blondine einfach nur von Kosmetik erzählt und die 10.000 Klicks dafür kriegt. Nein, die beste ist immer noch die eine. Die einfach nur zu dämlich ist, meinst du? Nicht JJ, sondern die andere, die sich als größte Hure der Welt Ach, veräußert. die und die noch nie in ihr Leben einen Pornofilm gedreht hat, ja. Ich finde die einfach nur so dumm und witzig und das kommt an. Na gut, ja Gott, du kriegst 10.000 Klicks schon allein dafür, dass du den Titel auswählst. Sexy, Slutty, Porn, Fuckfest. 2010. Schon allein der Titel dafür reicht, dass du Klicks kriegst. Okay, also machen wir zukünftig nur solche Titel, ja? Jo, wie Einfach hier: nur aus Anal Prinzip. Butter, Fostel, Fuck, Vieh, Fisting in meinen Arsch mit Analstöpsel und Plugs, whatever. Und dann noch unten drunter mit japanischem Kotzfetischporno. Als Artikelbeschreibung. Und dann seht ihr bloß Diablo. Sorry, Folge Trollololol. Hier gibt's keine Pornos. Aber danke für den Klick. Einen schönen Tag noch. Ah, nee, ey. Aber dass die Leute auch noch auf so eine Scheiße reinfallen, weißt du, dass da irgend so eine Ja, weil dämliche die Kuh alle erzählt, ja, die ist saugeil voll sind. geil und wird dir gern mal einen Blowjob verpassen. Oh, Leute, Oh, ich ey. bin voll die Schlampe und meine 14-jährige Cousine ist die noch eine größere Schlampe. Oh Gott, die ist so schlampig, Mann. Oh, ich bin tot und müsste ich mich mal wiederbeleben. Ja, wenn ich nicht selber sterbe, war das, was ich gleich tue. Probe schwer ist doch noch zu schwer. Vor allem, weil wir Gleich still. kein Equip haben. La 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 la. Ach ja. Ich renne rum und versuche nicht zu sterben und ab und an mal jemanden zu schlagen. Wieso kommen immer mehr beschworene Viecher, von der ich gestorben bin? Nochmal! Nochmal. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt da wieder reinrennen, haben noch nicht mal Equip und ohne Equip lässt sich das echt schlecht kämpfen gerade, dass wir vielleicht doch erstmal zurück in die Stadt gehen. Was du willst, ist, dass ich Geld ausgebe oder was? Nein, Ich soll den wir machen ein Kapitalismus fördern Portal. oder wie? Wir machen eine Portalrunde. Oh mein Gott! Und wir reduzieren meine Schwierigkeit gerade. Haha, jetzt wieder auf Pussy tun. Oh nein, schwer ist zu schwer.
So, wir machen jetzt Nephalem-Portal auf und gehen erstmal Crypt Farm. Das hätten wir vielleicht mal vorher machen sollen. Nein, so weit denken wir nicht. Wir denken gar nicht, das ist das Problem. Ja, Wir deswegen sind nämlich passen die genauso Bitches. Bitches wie die Bitche da, Oh, die weißt du, was ich für eine Oberbitche. Schlampe bin, Mann? Oh, ich hatte schon wirklich ganze zwei Beziehungen in meinem Leben. Ich bin so die Schlampe. Oh, nee. Oh, Hashtag Slutty. Nee, du verpasst auch jeden Blowjob, ne? Oh, Voll, draußen auf ey. der Straße. Ich brauche mich nur umzudrehen. Da stehen 20.000 Kerle hinter mir. Bitch. Oh Mann, ey. Und ich gebe nur 5.000 im Monat dafür aus, dass ich mir die Mähe machen lasse. Was? 5000? Da hast du gar nichts, so günstig, Mann. Was Und machst da du? Machst du reiß dir ich mich Goldblätter wirklich drauf oder was? zusammen. Ich reiß mich da zusammen, dass nur 5.000 Euro zusammenkommen. Ach, sonst sind es Aber dann denke normalerweise ich mir immer wieder 10.000. so, ich sollte nicht so verschwenderisch sein, weil da gibt es so diese, naja, die leben da so nicht hier in Deutschland, sondern woanders. Und die haben nur 2.000 Euro im Monat für Nägel. Und dann denke ich mir immer wieder, ich bin ein guter Mensch und möchte mich verbessern und zusammenreißen, weil es gibt, weiß Gott, genügend andere Menschen, die Oh nicht Mann. genügend Geld im Monat für Nägel haben. Ja, also wie ihr merkt, YouTube. Hashtag, I'm totally a nice person. Also wie ihr merkt, YouTube und Deutschland, das ist so. Geht zugrunde. Geht zugrunde. Das ist, ja, ist absolut kein Niveau mehr. Also Niveau ist wirklich nur noch eine Handcreme. Und wenn sich nie wehr. Naja, pf, mir eigentlich Wurst. Hab ich Niveau? Nicht wirklich. Ah, nein, wir haben eh kein Niveau, das sowieso nicht. Also, warum willst du dir Ansprüche stellen? Aber dennoch, ein gewissen Maß an Intelligenz sollte man doch mitbringen. Also, Nein. doch, Nein. ist, komm ehrlich, ist so eine blöde Blondine, die einen erzählt, Ist die nicht würde jeden ein. förderlich. Was? Ist nicht förderlich. Doch. Intelligent? Nein. Doch, ich finde schon. Und jetzt lass mich mal Nein. ausreden, Schlampe. Nein. Hast du mich gerade Schlampe genannt? Ja. Oh, das ist voll eine Klassifizierung von der Prostituierten. Hallo, auf so einem Niveau lass ich mich nicht runter. Mann, jetzt bin ich wieder gestorben. Jetzt lass Wegen mich. Menschen wie dir sind die Frauen in den 60er Jahren auf die Straße gerannt und haben ihre BHs verbrannt. Und zur damaligen Zeit war das alles aus Hanf. Du weißt nicht, was die alles für einen Trip hatten. Nein. Aber ganz ehrlich, Jungs auf dieser Welt, die jetzt gerade mal zufällig zugucken und Was uns. nicht viele sind. Was definitiv nicht viele sind, aber Leute, Aber diese wenn wir dämliche zwei Personen Blondine, die retten euch erzählt, können. dass sie angeblich einen Blowjob euch geben würde, bloß weil sie mal Lust dazu hat, die kriegt wahrscheinlich nicht mal einen Schwanz in den Maul, wenn sie es mal machen würde. Also Leute, ganz ehrlich, glaubt Diese nichts. obszöne Sprache. Ja, aber es muss mal Die gilt gesagt gewisser werden. Jugendschutz. Guckt euch Spacewalks an, das ist intelligent, das ist lustig, das ist unterhaltsam. So, ich Was mache Werbung für einen angucken? anderen Channel, ich weiß. Aber ich liebe Spacewalks. Ich liebe die Jungs. Die sind so genial einfach. Ja, die sind witzig. Und für die Durchaus mache ich witzig. einfach gerne Werbung, auch wenn uns keine Sau anguckt. Und du stirbst die ganze Zeit. Das wollte ich dir Ja, nochmal ist mir sagen. egal. Ich habe noch keine Rüstung. Ich meine, Ich auch nicht. was sollten schon groß kaputt gehen, weißt du? Ich habe, glaube ich, nur Armschiene an und meine zwei Waffen. Außerdem habe ich Ach, schon die. finde ich Hashtag not nice. Not really. Außerdem habe ich doch schon ein bisschen Gold gesammelt. Oh my fucking God, oh my fucking God. Und Ach lass doch ja. mal irgendwas droppen. Wieso droppen die Scheißviecher nix? Die droppen gar nix. Das ist mir jetzt auch gerade Tatsache aufgefallen, dass nichts groß kommt. Also ich habe jetzt eine Waffe bekommen in der ganzen Zeit über. Yay. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind Level 6. Trotzdem, ich habe Ansprüche. Sterbe gleich wieder, weil ich hier mitten im Gift stehe und hänge.
Festhänge. Ah, nie. Yay, Stufe 7, weil ich voll toll bin. So. Angriffsgeschoss. Was für ein Thema wählen wir denn jetzt aus? Also ich könnte mich jetzt noch ein bisschen über die Politik lustig machen mit der AfD. Das ist ja. Ich glaube, das Thema ist selbstsprechend. Du musst du nicht lustig machen, die machen sich selber lustig. Ja. Vor allem die Wähler machen sich darüber lustig. Die Wähler sind einfach nur dumm, die die AfD wählen, teilweise. Also, darüber muss Der. man nicht diskutieren. Man will es mal festhalten, ja, der Großteil der AfD-Wähler sind ja hauptsächlich Arbeitslose, die entweder Hartz IV oder Arbeitslosengeld empfangen. Nicht unbedingt, aber viele. Viele. So. Also man möchte nicht behaupten, dass jeder arbeitslos ist. Ne? Nein, nein, da So. gibt es durchaus, wenn du Baden-Württemberg die Prozente anguckst, sind da auch wahrscheinlich genügend gebildete Leute dabei. Vermutlich. Das mit den Gebildeten lassen wir mal lieber außen vor. Sag mir ja so gebildet, aber erhöhtes Alter. Okay, haben ein ziemliches, naja. So, wenn man davon absieht, wir nehmen jetzt mal nur die Arbeitslose, ja, die wählen AfD. Was hat AfD vor, wenn sie gewählt werden und an die Macht kommen? Naja, natürlich die ganzen Sozialleistungen streichen. Korrekt. Also, liebe arbeitslose Wähler, warum wählt ihr zum Teufel die AfD? Das verstehe ich nicht. Wir sind das Volk, Lügenpresse. Also, das ist, naja, also, ne? Ich wähle doch nicht ausgerechnet die Partei, die dafür sorgt, dass ich am Ende kein Geld mehr kriege. Nein. Doch, das ist logisch. Okay, für die, die es wählen, ja, aber für mich ist da Ja. irgendwie die Logik komplett außen vor, Ja, also. aber die Personen, die gewählt haben, die haben wahrscheinlich auch noch nie den Parteiplan oder beziehungsweise im Vorfeld. Die hören sich dann bloß von dieser, wie heißt die Schreckschraube, die das Ganze da macht? Durch? Ah ja, Lorsch. War das nicht die, die auch. Durch. Okay, dann eben Lorsch, ist mir doch egal. Durch. Wie der Storch, der Ah, wieder Vogel. Storch, Lorsch, Storch. Ach, das klingt doch alles gleich, ist doch egal. Die Es Worte gibt aber ja. auch noch eine Worte, der ihr andere. Konto nicht gepfändet von der GEZ, weil sie nicht gezahlt hat. War es Ja. nicht durch? War es nicht die andere? Oh Gott, wie heißt die Ich andere? weiß nicht, wie die andere. Ich weiß nur, dass irgendeine von denen Irgendwas ab. mit P, glaube ich, war es. Mit P? Gibt es noch eine Vorsitzende von der AfD oder was? Ja, neben der Storch gibt es noch die Andere. andere. Wahrscheinlich war es die andere, von der man das Konto gepfändet hat. wie? Oh Gott. Nimm Wusste ich doch es. gerade noch. Weißt Warte du was? mal. Wir nennen sie einfach Pamela Anderson. Nein, so sieht die aber nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Ich habe bloß mitgekriegt, was die was für den Parteiplan haben. Das hat mir schon gereicht. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Irgendwas Petersen? mit P. Nee, warte mal. Petri! Petri? Petri, genau. Okay. Heike, Heike, nee, nicht Heike. Verdammt, was? Frauke, Frauke Petri. Ach, die Frauke, na klar, das war die Frauke, die dem man das Konto gepfändet hat von der GEZ. Ah, hör Jetzt haben mir wir den auf, Namen ey. auch endlich wieder hingekriegt. Und vor allem, das ist es nicht auch die, die in Sterbe, ich Sachsen sterbe. unterwegs ist? Ja, ich sterbe auch immer. Macht dir nichts draus. Ist das nicht die, die auch immer in Sachsen unterwegs ist und ihre Wahlkampagnen vorstellt? Gehst du gerade von der Örtel aus? Was wäre jetzt nicht schon wieder Oertel? Ja, aber der Örtel, nee, Quatsch, die Örtel ist aber Pegida. Wollte gerade sagen. Also noch mehr Vorsitzende können sie nun echt nicht haben. Nee, die Örtel hat aber auch nichts mit der AfD zu tun. Ja, ist ja egal. Die Begita und die Überraschungsspiel. Begita sind ja sowieso. Überraschung.
Ja. Alter, die hauen aber ganz schön rein hier, ey. Das ist ganz schön viel gerade hier. Der Haufen ist zu groß. Ach, wir hatten eine Elitegruppe dazwischen gehabt. Ja. Nee, Ja, gut. worauf wollte ich hinaus? Weiß es nicht. Du hast komische, weiß ich nicht. Ja, ich wollte ja nur erzählen, so Frauke hat man ja das Konto gefändet von, also die Ja. GEZ hat das Konto gefändet, Genau, weil weil sie es ja nach ihrer Meinung monatelang, jahrelang verfassungswidrig ist. nicht bezahlt hat. Ne? Genau, weil es für ihre Ansicht verfassungswidrig ist. Ist der einzigste Punkt, wo wir uns echt alle einig sind. Also, ne? Ich finde das auch eine Frechheit, dass ich was bezahlen soll, wessen Leistung ich nicht erhalte. So. Ja. Aber zur einen Seite, die öffentlichen Sender müssen sich ja irgendwo finanzieren. Aber ich finde, das Thema ist allgemein grenzwertig. Es gibt die Vorteile und es gibt die Nachteile. Ja, aber ganz ehrlich, das soll ZDF, MDR und ARD einfach mal ein paar mehr Werbung einspielen. Oder Hast du keine was Ahnung. gegen Florian Silbereisen oder so? Ja, hab ich. Warum? Weil er scheiße ist. Das ist kulturell wertvoll für Deutschland. Das ist Abendunterhaltung schlechthin. Für ältere Omis, die taub sind. Für dein Alter und mein Alter. Gottes Willen, soll ich gleich Ohrenkrebs kriegen oder was? Naja. Dann zieh es doch vor, taub zu werden. Irgendwie muss man doch das. Den Zuwachs an Menschenmasse im Lande beziehungsweise zu viel Einwohner auch irgendwo unterbinden und dafür hat das ZDF und die ARD gedacht, setzen wir unsere nukleare Waffe ein. Florian, sing! Sing, mein Nukleare Waffe. Engel, sing! Okay, also lasst mal demnächst den Typen nach Amerika los. Oh, vielleicht singt er ja bei der Amtseinführung von Donald Trump. Wäre ein bisschen hart. Oh, ja, ist okay, kann man machen. ja, aber ganz ehrlich, ZDF hat so viele Möglichkeiten. Ich gehe jetzt mal alleine von ZDF aus. Allein der Tatort. Allein der Tatort, das ist eine riesen Einschaltquote. Allein die ganzen Werbung, die sie zwischen den einzelnen Sendungen machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie kein Geld haben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ehrlich gesagt, dann meckern sie wieder rund, die ganzen Leute. Warum bringt jetzt der ZDF und der ARD Werbung? Ich möchte Ganz ehrlich, dann sollten sie es auf eine Art und Weise machen. Entweder zocken sie uns komplett ab. Hör mal auf rumzuningeln. Entweder zocken. Hör auf rumzuningeln. Entweder zocken sie uns komplett ab, und zwar jeden einzelnen Deutschen, weißt du, und machen gar keine Werbung mehr. Dann ist Werbung für immer verboten auf ZDF, MDR und ARD. Oder sie machen nur noch Werbung und entsprechend zocken uns nicht mehr ab. Naja, das steht halt zur Debatte. Das lassen wir mal im Raume stehen. Das bleibt eine Frage für sich, ne? Aber beides können die nun mal letztendlich nicht machen. Ich krieg keine Leistung von denen. Wehren kannst du dich nicht dagegen, es sei denn, du bekommst. Man kann sich dagegen wehren. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Indem du nicht zahlst. Nein, ich zahle schon, aber ich habe mich dagegen Streik. gewehrt. Streik. Hast einen Fernsehstreik gemacht, ne? Du hast die Sender boykottiert und hast da nicht hingeschalten. Ich kriege keinen Empfang von denen. Ich kriege keinen Du hast ARD. einen Sitzstreik gemacht, gib's zu. Ja, ich mache einen Hungerstreik gerade. Oh nein. Nein, ich kriege ja keinen Empfang. Kriege ja kein ARD, ich kriege kein ZDF oder MDR rein. So und. MDR vor allem. Ne, MDR? Achso, nee, warte mal, was war das? Zweites, erstes und die dritten halt. Beim MDR, wenn du in der Stadt bist, wo der MDR produziert wird. Ja, aber ich krieg's ja trotzdem nicht rein. Ich hab keinen Empfang. Ich hab keinen Fernsehempfang hier in meiner Wohnung.
Ich habe zwar im Fernsehen stehen, aber kriege keinen Empfang rein. Und das kann ich nachweisen, dass ich keinen Empfang reinkriege. Das Also, gibt was ja habe ich Empfang. gemacht? Ich war so ganz klug, bin zu meinem Anwalt gegangen und die müssen mir jetzt nachweisen, dass ich Empfang kriege. Und da es mir nicht nachweisen können, müssen sie mir das Ganze befreien. Jetzt kriege ich gerade eine Beitrittsanfrage von einem Hooligan. Lehn ab. Ja, aber das ist mein bester Kumpel. Lehn ab. Muss ihn kurz anschreiben. Du liebst nur mich. Mann. Scheiße, ich komme gerade nicht in die Freundschaftsliste rein. Das ist doch beschiss. Wir können ja auch mal kurz einen Cut machen. Ja, wir müssen sowieso Cut machen, sehe ich gerade. Wir haben 30 Minuten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Au revoir.